Hey Internet, Alexander hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn ich will dir heute zwei Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, deine Leidenschaft zu finden und dir den Weg dahin sehr, sehr viel leichter gestalten. Aber bevor ich zu den zwei Tipps komme, möchte ich erstmal mit einem Mindset aufräumen oder mit einer Sichtweise aufräumen. Denn wer zur Hölle hat eigentlich diesen Glauben in die Welt gesetzt, dass man nur eine Leidenschaft haben darf? Mach deine Leidenschaft zum Beruf. Ja, es ist cool, aber wer sagt, dass man nur eine Leidenschaft haben darf, dass man nur eine Leidenschaft zum Beruf machen soll, dass man nur einer Leidenschaft folgen soll? Denn ganz ehrlich, ich bin mir sicher, du hast mehr als eine Leidenschaft, denn ich habe mehr als eine Leidenschaft und ich kenne auch sehr, sehr viele Freunde von mir, die mehr als eine Leidenschaft haben. Wenn ich jetzt an mich denke, meine Leidenschaften sind diese Videos hier machen, Coachings, Bücher, gutes Essen, Musik machen und hören, sehr viel lesen, mit Freunden eine schöne Zeit verbringen. Also ich bin jetzt schon bei 7. Das heißt, darf ich nur eins davon ausleben oder zur Karriere machen? Von daher, krieg erstmal den Gedanken aus dem Kopf, dass es nur eine Leidenschaft gibt. Punkt. Dann, jetzt mal zu den zwei Tipps. Wie zur Hölle schaffst du es, deine eine Leidenschaft, wie wir gerade gemerkt haben, es gibt mehr als eine Leidenschaft, die zu finden. Naja, zuallererst, probier eine ganze Menge aus. Du wirst deine Leidenschaft nicht finden, die du zu Hause auf dem Arsch sitzt oder irgendwie im Internet surfst oder dir solche Videos hier anguckst. Obwohl, das wird dir wahrscheinlich ein bisschen helfen, von daher, das ist jetzt mal vielleicht eine Ausnahme. Am Endeffekt, du wirst deine Leidenschaft oder leidenschaftliche oder Sachen, die du mit Leidenschaft machst, nur herausfinden, wenn du verdammt viel ausprobierst. Und glaub mir, ich habe in meinem Leben verdammt viel ausprobiert. Verschiedene Sportarten, verschiedene Musikrichtungen, verschiedene Hobbys, verschiedene Berufsrichtungen. Ich habe ja auch nicht direkt angefangen, das hier zu machen. Ich habe ja vorher auch verschiedene Sachen gemacht. Ich habe erst Musik studiert, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, zwischendurch war ich mit meiner Band auf Tour. Zwischendurch Psychologie studiert. Ich habe eine ganze Menge vorher gemacht. Oh, Biologie wollte ich auch noch vorher studieren. Ha. Also es ist nicht einfach so, dass man einfach, gut, bei manchen Leuten ist es so, aber bei den meisten ist es nicht so, dass man einfach eine Sache findet und sagt, okay, das ist meine Leidenschaft. Nein, die meisten Leute probieren eine ganze Menge aus, bis sie dann bei den Sachen ankommen, die ihnen wirklich Spaß machen. Und seien wir ehrlich, es ist ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Du probierst 100 Sachen aus und davon sind 90 irgendwie scheiße und 5 gefallen dir ganz gut und 5 davon werden zur Leidenschaft von dir. Denn wir haben gerade gelernt, es gibt nicht nur eine Leidenschaft. Wie du siehst, ich habe jetzt einfach so aus dem Nichts kamen mir schon 7 in den Kopf. Das heißt zuallererst, probier eine ganze Menge aus. Probier neue Sportarten aus. Arbeite, wenn du nicht weißt, was du in der Karriere machen sollst, in irgendeinem Startup. Geh zu 10 Startups und arbeite bei denen umsonst. Geh in verschiedene Vorlesungen, lies verschiedene Bücher, besuch verschiedene Seminare, klick dich durch verschiedene Videos, mach verschiedene Praktika. Probier zig Sachen aus. Reiß ein bisschen durch die Welt, reiß ein bisschen durch Europa. Das kostet ja auch nichts mehr heutzutage. Heißt, setz dich so vielen Dingen wie möglich aus, so vielen Situationen wie möglich aus, so vielen verschiedenen Hobbys, Berufen, Karrieremöglichkeiten wie nur möglich aus. Dass du Dinge findest, die mit dir Resonanz haben und Dinge, auf die du vielleicht weniger Lust hast. Dann kannst du immerhin sagen, okay, ich habe es ausprobiert, ich mag es nicht. Denn eine wichtige Lektion, die mir ein sehr, sehr guter Freund mitgegeben hat, es ist besser, eine Sache auszuprobieren und danach zu sagen, ne, war nichts, als es gar nicht erst auszuprobieren. Denn dann weißt du immerhin, woran du bist. Wenn du es gar nicht erst ausprobierst, kannst du auch keine Meinung dazu haben. Dann kannst du nicht sagen, das ist kacke oder das ist gut. Nein, probier es aus. Danach kannst du sagen, hey, das war super oder gut, ich habe es ausprobiert, kann ich von der Liste haken, ist nichts für mich. Das heißt, Nummer 1, probiere eine ganze Menge aus. Nummer 2, wenn du jetzt die Sachen ausprobierst, dann sei geduldig. Bleib bei einer Sache länger dran. Denn wo haben wir häufig eine Leidenschaft? Genau, bei Sachen, die wir ziemlich gut können. Sachen machen uns Spaß, weil wir sie gut können. Die Sachen, die wir nicht so gut können, die machen uns häufig nicht so Spaß. Ich denke da gerne an Mathe. Konnte ich nicht so gut, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Bin ich in der Oberstufe Nachhilfelehrer genommen habe. Der hat es mir beigebracht. Ich habe gemerkt, das ist ja ganz einfach, weil es mir einer gut erklärt hat. Plötzlich hat es mir Spaß gemacht. Auf einmal konnte ich es. Das heißt, es ist auf einmal, ich will nicht sagen Leidenschaft geworden, aber es ist etwas geworden, worauf ich mich fast schon gefreut habe. Und wie kam das? Naja, bleib länger bei einer Sache dabei. Glaubst du, Jimi Hendrix hatte von heute auf morgen eine mega Leidenschaft in Gitarre? Bevor er überhaupt jemals eine Gitarre angefasst hat, glaubst du, er hat sich gedacht, boah, Gitarre ist der Shit, das ist das Beste überhaupt? Ich meine, vielleicht hat er das gedacht, who knows? Aber ich gehe mal eher davon aus, dass er da zum ersten Mal die Gitarre in die Hand genommen hat, vielleicht ein bisschen gespielt hat, sich einen Lehrer genommen hat oder vielleicht hat er selber gelernt, muss ich sagen. Da ist mein geschichtliches Wissen von Jimi Hendrix nicht so gut. Und er hat natürlich eine Zeit lang gelernt und wurde dann besser darin, hat besseres Feedback bekommen, es hat ihm mehr Spaß gemacht, er hat ein Erfolgserlebnis, also hat er mehr Zeit investiert, Erfolgserlebnisse und dadurch entsteht dann eine Leidenschaft. Das heißt, eine Leidenschaft wird eben häufig kultiviert. Du probierst verschiedene Dinge aus, gerade gesagt, und die Dinge, wo du ein bisschen mehr Resonanz hast, die dir ein bisschen mehr gefallen, da kommt dann Schritt 2 ins Spiel. Du bleibst länger an den Dingen dran. Denn du wirst nicht von heute auf morgen Profi in irgendwas, du wirst nicht von heute auf morgen irgendeine Leidenschaft in etwas entwickeln. Manchmal ja. Manchmal passiert das, doch in den meisten Fällen eben nicht. In den meisten Fällen musst du ein wenig Zeit investieren,
du bekommst Erfolgserlebnisse und dann denkst du, guck mal, das macht Spaß, ich kann das anscheinend. Und dann auf einmal passiert was Interessantes in deinem Kopf, denn du siehst auf einmal, was passieren könnte, wenn du jetzt ein paar Jahre an den Dingen dranbleibst. Wenn du ein paar Jahre Zeit da rein investierst oder allein schon ein paar Wochen oder Monate, wenn du merkst, okay, ich mache das jetzt gerade mal seit 2 Monaten und ich bekomme schon erste Erfolgserlebnisse, was passiert denn erst, wenn ich das ein Jahr mache? Wow, und auf einmal ist dieser kleine Funke da, es macht ein bisschen, es macht mehr Spaß, es wird eine kleine Leidenschaft und dann kultivierst du die. Ich habe letztens auch noch ein anderes Video dazu gemacht, was sehr, sehr dazu passt, das kannst du hier finden. Und da gehe ich auch darauf ein, wie eine Leidenschaft entzündet wird und dann im Prinzip dazu mit der Zeit wird, dass du die Sache meisterst. Würde ich mir an deiner Stelle noch anschauen, das passt sehr, sehr gut zu dem Video hier. Aber zurück zum Thema. Das heißt, als erstes, probier ganz viele Sachen aus und dann bleib längerfristig in einer Sache dran. Denn du wirst mit der Zeit erst eine Leidenschaft kultivieren, du wirst mit der Zeit erst rausfinden, wie gut du in etwas bist und du wirst mit der Zeit erst rausfinden, wie gut dir etwas gefällt. Und vielleicht wird es eine Karrieremöglichkeit, vielleicht wird es einfach eine Leidenschaft, die du verfolgst. Also du musst ja auch nicht jede Leidenschaft zur Karriere machen. Da habe ich auch eine etwas andere Sichtweise zu. Leidenschaft zur Karriere machen kann schön sein, Leidenschaft zur Karriere machen kann aber auch sehr nach hinten losgehen, weil du plötzlich, dich auf deine Leidenschaft verlassen musst, damit Geld zu verdienen. Und dadurch kann auch unter Umständen mal der Spaß genommen werden. Kann ich mir vorstellen, habe ich häufig bei Musikern erlebt. Ich will jetzt nicht für alle Musiker sprechen, auf keinen Fall. Es ist so, wie ich es erlebt habe, dass sobald Geld ins Spiel kommt, sobald man davon überleben muss, dann auch gern mal negative Emotionen, wo man gegen die Musik kommt oder man seine Musik verfälschen muss oder was auch immer. Deshalb, als erstes, probier viel aus, als zweites, bleib lange dabei. Und wenn du es ein paar Wochen, ein paar Monate ausprobierst und merkst, es wird nicht wirklich eine Leidenschaft, dann kannst du es immer noch sein lassen, aber dann kannst du immerhin noch sagen, hey, ich habe es ausprobiert, aber war nichts für mich. Und das sind 2 Tipps, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu finden. Viel ausprobieren, länger dranbleiben. Und jetzt würde mich mal interessieren, hast du schon verschiedene Leidenschaften gefunden? Hast du verschiedene Dinge, die du im Leben, wirklich gerne machst? Wo du morgens aus dem Bett springst und dir denkst, yes, habe ich richtig Bock zu. Vielleicht hast du es sogar zu einer Karriere gemacht. Ich habe das Glück, dass ich etwas gerade zu meiner Karriere gemacht habe über die letzten Monate, über die letzten Jahre, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Vielleicht bist du ja auf dem Weg, etwas zur Karriere zu machen, was eine deiner Leidenschaften ist. Oder hast du einfach Leidenschaften, die du gerne nach Freizeit verfolgst? Oder bist du gerade noch auf der Suche nach der Leidenschaft? Und pst, da habe ich gerade gesprochen. Es gibt nicht nur eine Leidenschaft. Du kannst wahrscheinlich unendlich Leidenschaften kultivieren. Vielleicht. Who knows, wie viele. Auf jeden Fall. Die meisten Leute werden wahrscheinlich mehr als eine Leidenschaft kultivieren können. Deshalb, so ein paar Sachen, die mich interessieren würden, schreib mir das doch mal in die Kommentare. Hey, cool, dass du noch dabei bist. Und bevor du wegschaltest, ich schenke all meinen Abonnenten meinen kompletten Kurs des 1x1 des Selbstbewusstseins. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, dann schau doch mal hier unter dem Video, da findest du einen Abo-Button. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und dann auf meine Kanalseite gehst, dann findest du dort ein Video, wie ich dir genau zeige, wie du in 3 einfachen Schritten auf meinen Kurs des 1x1 des Selbstbewusstseins komplett kostenlos zugreifen kannst. Wirklich, komplett kostenlos. Das ist mein Geschenk an dich, mein Dankeschön an dich. Und wenn du gerne noch mehr sehen möchtest, dann schau auch mal hier unten, da findest du noch einen Link zum letzten Video, genauso wie einen Link zu meinem kostenlosen E-Mail-Coaching, wo du dich eintragen kannst und dann bekommst du in regelmäßigen Abständen von mir E-Mails mit neuen Content, mit Übungen, wo wir all deine Lebensbereiche wirklich konkret durchgehen. Und du hast auch persönlichen Kontakt zu mir, das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann kannst du das darüber sehr gerne machen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mit dir persönlich zusammenarbeiten, Alex, dann kannst du dich gerne für ein privates Coaching mit mir bewerben. Und das kannst du entweder hier über diesen Link machen oder du klickst einfach den Link in der Beschreibungsbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in dem kostenlosen Kurs oder in einem der nächsten Videos oder vielleicht sogar auf einem meiner Coachings. Bis bald.